gucken wir uns mal die Karte an. Es gibt nur. Ja. Es sind halt keine richtig klassischen Dungeons mehr. Mit Schlüsseln und Master Key und so. Vermisse ich schon ein bisschen, dass man. Ja. Das war ein fantastischer Ort und allein die Vorstellung, dass er über unserem Dorf am Himmel schwebt. Link, schau nur! Das ist der Ursprung des Schlamms, überhaupt kein Zweifel möglich. Wie, was immer es auch genau sein mag, wir müssen das irgendwie aus der Welt schaffen. Das ist die Lösung. Schau, da oben, Link. Wir müssen lediglich dieses Wasser zur richtigen Stelle leiten. Oh. Ah. Es funktioniert nicht. Aber du hast es doch auch gesehen, oder Link? Dieser Mechanismus hat etwas bewirkt. Nur reicht die Wassermenge noch nicht. Ah, schon wieder dieses Geräusch. Hier entspringen die reinen Wasser des Dorfes der Soras. Nutze deine Macht und öffne die vier übrigen Speier, damit sich hier genug Wasser sammelt. Na, das Prinzip der Dungeons wird immer das gleiche sein. Ich hätte mir lieber so ein Dungeon wieder mit Master Key gewünscht, aber ich hoffe dann beim nächsten Mal wieder. Ich denke ja nicht, dass die denn nochmal die gleiche Oberwelt mit nochmal einer anderen Story bringen. Die Stimme. Diesmal habe ich sie ganz deutlich gehört. Vier Speier sollen wir öffnen. Dann füllen sich anscheinend alle Krüge dort mit Wasser. Gut. Worauf warten wir, Link? Zusammen sind wir unschlagbar. Speer soll nicht an solchen Normalos kaputt gehen. Nein.
Ist das ein Ball? Der Ball da unten muss hier rein. Aber wie? Ich mach mir die Schwebeblöcke zunutze. Na toll, jetzt sind es meine Schwebeblöcke, jetzt verbrauche ich Energie. Scheiße. Ich greife, die kann ich nicht mehr greifen. Na komm schon. Ich muss sie greifen, wenn sie runterplumpsen.
Ach nein, funktioniert so nicht. Na doch. So, jetzt müssen wir nur noch das Wasser ablassen. Dann mache ich einfach den, den Move. Schwebeplattformen sind runtergefallen, ne? Ach, scheiße. Die könnte ich nämlich jetzt gebrauchen. Na, dann muss ich meine eigene Schwebeplattform opfern. Wie viele habe ich denn davon? 3 Stück. Link, guck mal! Och nö, echt? Das muss für einen der Speier sein. Sieht wie ein Wasserrad aus. Was muss ich damit machen? Zuschlagen. Greifen kann ich's nicht. Wie sorge ich dafür, dass es... dass es fließt? Was nützt mir das zu wissen, da ist ein Speier, wenn ich den nicht nutzen kann? Also... Es ist ein Wasserrad, also brauche ich Wasser. Aber ich kann dieses nicht permanent aufhaben. Ja, toll, ich kann es aufmachen. Bringt mir aber null. Es muss ja einen Sinn machen, dass ich das aufkriege.
Ah, wahrscheinlich, warte mal. Natürlich. Vergesst natürlich die beste Funktion im ganzen Spiel. Klasse! Einer der Speier ist offen. Gut gemacht. Bleiben noch 3 Stück. Aber ich verstehe, warum man die Dungeon so aufbaut. Die wollen kein lineares... Die wollen nicht zu einer offenen Welt eine linearen Dungeon haben. Kann ich verstehen, aber... Das kann man trotzdem klassisch halten. Oh nein. Da sind Gegner. Ich glaube, ich bin kein Breitschwertkrieger. Hier geht's irgendwo runter. Schützt mich das? Wollen die Stacheln mich aufhalten? Ah. Verstehe schon. Dann stecke ich den mal da rein. Easy going. Der Wassertempel ist irgendwie kleiner. Nun müssen wir nur noch die letzten 2 Speier öffnen.
Ja, ich muss sagen, so schön die Oberwelt auch ist, mir fehlen sie auch schon, die Dungeons, die klassischen. Ja. Wie kann ich das da nach oben schleudern? Brauche ich nicht. Mir ist noch schleierhaft, wie ich da hochkomme. Aber wenn die Blubberblasen nicht aufsteigen wollen, dann mache ich es auf meine Art und Weise. Versucht darauf zu schweben. Schaffe ich das? Es sieht gut aus. Nein, was macht ein Feuerschleim? Das war, glaube ich, keine so gute Idee.
Ach, verdammt! Komm gefälligst runter. Na, ah, Mist. Es bleibt so oben. Ach komm. Muss ich warten, bis sie runterkommen? Ich sehe da eine Kiste, die will ich zuerst haben. Toll. Jetzt aber. Überlass das Spiel. Fehlt nur noch einer. Der Wassertempel ist ja diesmal schnell erledigt. Beim Feuertempel haben wir so lange rumgemacht. Super. Einen einzigen noch, Link. Ja, und der ist da drüben. Darauf komme.
Wo ist der Feind? Nicht das da dran kleben und dann habe ich und dann bleibt das stehen. Ach du heilige Scheiße. Kann ich das Ding irgendwie anhalten? Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. First try. So, jetzt haben wir aber. Geschafft, Link. Gut, alle sind bis zum Rand gefüllt. Nun müssen wir nur noch die Vorrichtung in der Mitte verwenden. Kein Problem. Wie gesagt, das ist einfach schon zu einfach.